viele Grüße vom Innovationskongress des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen hier in Düsseldorf. Mein Name ist Hans Stein. Ich bin Geschäftsführer bei dem Zentrum für Innovation und Technik, der Zenit GmbH und vor allem für den Bereich Europa Internationales Life Science zuständig. Das war heute auch eines der großen Themen, mit denen wir uns hier beschäftigt haben. Wie kann interregionale, internationale Kooperation Innovation voranbringen? Wir haben festgestellt, andere ticken anders, andere Ideen befruchten mich, andere Ideen lassen bei mir neue Ideen mit aufkommen. Und so haben wir spannende Beispiele aus der Praxis erlebt. Mein Name ist Tim Schürmann, ich bin bei Zenit für Europa und Innovationsfragen zuständig. Und ja, der Kongress heute ist spannend, weil er eben Innovation ganzheitlich aufgreift. Warum macht man das? Wie wird man wettbewerbsfähig? Wie kann man sich aufstellen? Wie kann man sich strategisch abbauen? Da ist vieles in dem Innovationskongress und in den politischen Botschaften hier, die wir bei Zenit in der DNA haben, die wir umsetzen, unter anderem in NRW Europa. Wenn wir uns Innovationsfragen angucken, das Ganze sich über die Frage, wie sehen externe Faktoren aus, hat das wie Marktbedarf, ist das wie Trend, kann man das technologisch aufziehen, zu den internen Faktoren, wie kann ich es bauen, wie kann ich es umsetzen, wie kann ich es finanzieren. Und das ist das, was hier heute für NRW live gemacht wird und Zenit ist mittendrin und am Heartbeat. Internationalisieren wollen, wenn Sie neue Ideen mit internationalen Partnern entwickeln wollen, dann wenden Sie sich an uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, auf Ihre Mail, auf ein Treffen bei einem anderen Kongress. Ihre Zenit.